Ende. Also im Lift ist ja immer langweilig. Und was tun im Lift? Da kann man genau das gleiche tun wie im Zug, nämlich zeichnen. Schauen wir mal, ob ich noch ein leeres Blatt hier finde. Also beim Skifahren zeichnen ist gar nicht so übel. Man muss nur aufpassen, dass man die Stifte nicht verliert. Das ist das Einzige, was passieren kann. Ne? Also, ein Warnzeichen auf dem Lift und dann beim Fahren zeichnen. Das ist richtig cool. Ne? Oh, lecker, lecker, schmecker. Ne? Natürlich sind die Zeichnungen schnell und ein bisschen gröber. Da hat man nicht zu hohen Anspruch. Es wackelt und so weiter.